Die Amtsgerichte in Berlin waren nach dem Zweiten Weltkrieg für sämtliche Straf- und Zivilsachen zuständig. Sie konnten mithin auch die Todesstrafe aussprechen. Während die sowjetischen Stadtkommandanten Erschießungen bevorzugten, die Amerikaner Erhängungen, wurden vor deutschen Gerichten die Delinquenten zum Tode durch die Guillotine verurteilt. Es soll sich um die Guillotine handeln, mit der schon Robespierre enthauptet worden ist. Sie soll 1871 als Kriegsbeute nach Berlin gekommen sein. Allerdings ist diese Anekdote nicht mehr nachzuvollziehen. In Deutschland gab es damals jedenfalls genug Fallbeile. Die Nazis hatten sie für ihre Morde gebraucht und häufig in der Gefängnisschlosserei Tegel herstellen lassen. Höchstzahl der Todesurteile vor deutschen Gerichten in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg war 1948. Es wurden 50 Leute zum Tode verurteilt. Übrigens gab es noch bis 1999 die Möglichkeit, zum Tode zu verurteilen nach alliiertem Recht. Praktisch ist das jedoch nie geschehen.